Vielleicht unterrichtet jemand die Kanzlerin, dass es jetzt losgeht. Hören Sie doch mal zu. Wohlstandsneurotiker. Gestört, aber funktionsfähig. Der Podcast. Damit bin ich am Ende. Ja. 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 Da haben wir den Salat. Ja. Nimmst du schon auf, falls das... Ich nehme für sich, für alle Fälle nehme ich auf. Wir können dann ja entscheiden, ob wir das... Genau. Ja, genau. Über die Stille Maus haben wir ja schon gesprochen. Naja, wir haben, während du dich deinem Alkoholismus hingibst, haben wir uns unterhalten über, dass ich jetzt auch Leserbetreuung machen soll. ja, und dass ich auch was falsch geschrieben habe, denn ich habe geschrieben, die Pandemie sei über uns gekommen. Das sei doch völlig falsch. Die ist doch nicht einfach über uns gekommen. Das sei doch alles irgendwie geplant und inszeniert. Ja, und, ja. Ja, meine Fresse. Das heißt eigentlich, das ist der Tod jedes kreativen Schreibens, wenn man nur noch auf Befindlichkeiten und Sachlichkeiten Rücksicht nehmen müsste. Ja, ich finde das so lustig, weil das ist irgendwie, im Prinzip ist es ja auch eine Form von Wokeness. Ja. Und das sind dann, ich weiß jetzt nicht, wer es war, also um Gottes Willen, wahrscheinlich werde ich jetzt hier jemanden angreifen, derjenige, wenn das denn hört. Aber ist dann auch egal. Ja, ich weiß gar nicht, ob du es geschrieben hast oder Gerd irgendwie, also das ist so diese Konsumhaltung. Auf der einen Seite sollen wir regelmäßig Content bringen und Videos und Podcasts und so weiter. Und auf der anderen Seite müssen wir uns dann aber zumindest erwarten, dass einige... Gottes Willen, nicht alle, aber einige erwarten dann, dass wir dann auf ihre Kommentare explizit eingehen und dass wir uns dann einen halben Tag nur darum kümmern, diesen Kommentar jetzt zu kommentieren und dann zu argumentieren und irgendwann wird man sich dann doch nicht einfach einig oder vielleicht doch. Das machen wir nicht, das ist nicht unser Job, nein, überhaupt nein. Nicht. Nein. Und es ist auch nicht unser Job, uns nicht zu positionieren. Ich hatte übrigens vorhin auf Facebook, ich habe was anderes gemacht. Alle stehen ja an der Seite der Ukraine und ich habe gesagt, ich mache das nicht, ich stehe an der Seite Russlands. Oh, das war dann auch wieder falsch. Das kann ich nicht machen. Der Mainstream macht das doch in die andere Richtung und wie ich das denn jetzt machen kann, ist doch meine Entscheidung. Ich bin ein scheiß Blogger. Ich kann machen, was ich will. Leckt mich doch alle. Schon. Ja. Also ich habe auch den Medienstaatsvertrag nicht unterschrieben irgendwie. Und selbst wenn ich ihn unterschrieben hätte, bräuchte ich mich auch nicht dran zu halten. Machen die anderen auch nicht. Also was soll's. Also, nee. Naja, genau. Wie auch immer. Ja, also Leserbetreuung muss ja ehrlich, ich muss ehrlich sagen, wir haben ja manchmal auch so 100, 120 Artikel, Kommentare. Ich kann schlecht alles lesen. Also das wäre ja eine Lebensaufgabe oder eine Tagesaufgabe. Ja, also ich gucke immer mal rein, vielleicht... Also natürlich gucke ich immer mal rein und speziell die Stammkommentatoren, die mir auch ans Herz gewachsen sind, da lese ich dann auch ein bisschen genauer, beziehungsweise antworte dann auch mal entweder einen Joke oder meinetwegen auch was Ernstes oder so. Aber insgesamt, also das muss einfach klar sein, wir haben definitiv diese Zeit nicht. Also das ich weiß nicht, woher woher das Ding kommt irgendwie, also das geht nicht. Ja, vor allem hat meine Haltung dahinter ist halt auch, ich kommentiere zwar schon gelegentlich, aber meine Haltung dahinter ist auch, der Autor hat gesprochen, weil er hat seinen Text jetzt publiziert und damit ist das, was er sagen wollte, gesagt. Ja. Grunde stimmt es ja auch. Ja. 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 Ich meine, manchmal unterlaufen einem Fehler, dann kann man schon, also ich meine, ich gucke immer mal in die Kommentare rein, besonders dann, wenn halt was frisch publiziert worden ist, später dann nicht mehr. Und manchmal entdecken die ja wirklich einen Fehler, dann kann man es ja korrigieren und auch Danke sagen oder sowas. Aber wenn das dann wirklich nur so, warum hast du an dieser Stelle das und das gesagt und findest du nicht das und das besser als, nee. Naja, und tut mir leid, also wenn, also ich habe das jetzt nicht weiter gelesen irgendwie, ich glaube den ersten Kommentar habe ich dann gelesen, aber wenn es dann heißt, wie kannst du denn von einer Pandemie sprechen, die über uns gekommen ist, das ist doch was ganz anderes und das ist dann sind es wahrscheinlich Bill Gates und so, das kann ja auch alles sein, ist ja auch egal, aber oder ist auch meinetwegen nicht egal, aber ja Gott, sollen wir jetzt über die Semantik dann irgendwie darüber sprechen, ist es jetzt eine Pandemie, die über uns gekommen ist oder ist es der Great Reset oder ist es Bill Gates oder Soros oder steckt Trump dahinter oder Putin? Drauf geschissen. In dem Text ging es ja gar nicht darum, ging es ja gar nicht um die Pandemie, sondern es ging um das, was passiert ist, ne, was gesellschaftlich passiert ist. Und es ging nicht darum,
es ging ja nicht um die, um den Ausgangspunkt der Pandemie und wie die, was die verursacht hat und wie die verursacht hat. Es ging um die politischen Maßnahmen und was die mit Gesellschaft gemacht haben. Das war ein ganz anderer Punkt. Naja, ja, das ist richtig. Andererseits ist es ja noch nicht mal falsch, wenn ich sage, die Pandemie sei über uns gekommen. Denn faktisch ist sie das. Mich hat vorher keiner gefragt. Ja, ob ich das so möchte. Ja, wahrscheinlich hat sich der Kommentator daran gestoßen, dass sie ja nicht wie ein Naturereignis über uns gekommen ist, sondern dass es Kräfte, politische, gesellschaftliche, wirtschaftliche Kräfte waren, die dafür gesorgt haben, dass es so gekommen ist. Und das mag ja auch sein, aber man kann das so oder so formulieren. Also letztlich läuft es auf dasselbe hinaus und diese Das ist das Schöne am Schreiben. Das Schöne am Schreiben ist, das schätze ich auch nach wie vor, ich schreibe jetzt schon viele Jahre, dass ich die Dinge so oder auch ganz anders formulieren kann. Ja, genau. Ja, egal. Also legen wir mal los. Ja, was haben wir auf dem Zettel? Ich glaube, Gerd braucht ein bisschen Hilfe vom Chef sozusagen. Von dir? Nee, ich bin nicht der Chef. Du bist Ach der so, Chef. Du bist nicht der Chef. Ja, ich bin der Chef nicht. Ich komme immer so rüber, aber im Prinzip bin ich ein kleines Licht. Dann fange ich als guter Chef so an. Gerd, hast du denn irgendwelche Sorgen? Und oh je. Ich glaube, das war vor 20 Jahren mal ein guter Chef. Heute ist das irgendwie, naja. Heute. Ja. Herr Even Ungar. Ja. Die Leistung stimmt nicht. Ja, oder welches Geschlecht sind Sie eigentlich? Ja, ich glaube, um Bilder oder was, ne? Und Absätze und so. Aber das habt ihr eigentlich schon zu zweit geklärt, oder nicht? Ja, irgendwie haben wir, also das mit den Bildern, ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt auch von hier aus hinkriege. Also jetzt die nächsten 2, 3 Artikel müssen wir wahrscheinlich noch damit leben, dass die, ich weiß nicht, was ich da falsch mache. Also ich schneide die immer auf 600 mal 400 zurecht. Ja. Klick dann auf Zuschneiden. Das zeigt es ja immer an, ne? Jetzt in der Blockware quasi drin. Genau, in dem Tool. Ich schneide das, ich ziehe das zurecht auf 600 mal 400, drück dann auf Zuschneiden und drück dann auf Speichern. Und dann sagst du mir manchmal am nächsten Morgen, dass ich habe dir das jetzt mal richtig gemacht. Gibt es da gut, okay. Gibt es da vielleicht einen Haken, wo irgendwie drin steht, draufsteht oder daneben steht, Seitenverhältnis beibehalten? Weil dann verändert er das von sich. Ich weiß es nicht. Ich mach das ja ganz billig über Paint immer. Wenn Gerd 600 mal 400 eingibt, dann müsste das auch so speichern. Meine Erfahrung mit diesem Tool ist, dass das irgendwie nicht richtig funktioniert. Deswegen mache ich es nicht mit diesem Tool. Ich schneide das vorher schon zurecht. Ich habe dir das ja auch mal gezeigt, ein bisschen per Bildschirmteilung. Ich ziehe mir das halt quasi in eine Vorlage, die 600 mal 400 ist, rein. Und natürlich, wenn das Bild, das Seitenverhältnis des Bildes anders ist, dann schneide ich natürlich links und rechts quasi was ab vom Bild. Aber das ist ja okay. Das zentrale Element vom Bild, das ich zeigen will, das habe ich dann im Regelfall erfasst. Ja. Okay, also wenn du sagst, dass du die Erfahrung gemacht hast, dass dieses Tool einfach nicht richtig funktioniert, dann beruhigt mich das, weil dann muss ich jetzt nicht weiter gucken, dann funktioniert das Tool nicht. Dann muss ich einfach, ich habe halt hier ein Chromebook, das hat nicht alle Anwendungen, die man mit Microsoft machen kann. Microsoft hast du gesagt, das fand er putzig. Microsoft. Also, ich bin überhaupt dafür, dass wir diese Anglizismen bitte deutsch aussprechen. Ich finde, das ist, das, ich, wenn ich mir, Gerd, du darfst gleich weitermachen, aber wenn ich mir Sachen angucke, das ist nett. Sachen aus den 80ern und 90ern angucke, da gab es ja auch schon Anglizismen, da bin ich immer erstaunt, wie die Deutschen das noch aussprechen. Also so sehr deutsch noch, ja. Also Microsoft, das hätte man in den 90ern vielleicht noch gesagt. Ja. Das finde ich cool. Ja, ich bin ja ein Kind der 90er. Ja, ist schon klar. Aber trotzdem. Meine Oma hat immer Stewardess gesagt. Stewardess im Flugzeug, ja? Oder was? Meine Oma ging auch nicht zum Woolworth, sondern zur Woolworth. Ja, das habe ich, glaube ich, als Kind auch gesagt. Woolworth. Ehrlich? Woolworth. Ja, weil meine Eltern und meine Oma das auch gesagt haben. Siehst du, das haben alle so gesagt. Ja, genau. Es würde heute, wenn Woolworth heute nach Deutschland käme, würde kein Mensch Woolworth sagen. Ich glaube, ich würde immer noch Woolworth sagen. Also ich gehe da ja nicht mehr hin, aber wenn ich da, gibt's die überhaupt noch? Ja, die gibt's schon noch wohl, aber es ist voll der Ranzladen. So ein Kickladen ist wahrscheinlich so ein bisschen irgendwie, ne?
Ja, beleidigt Kick mal nicht so. Naja, also wenn jemand beleidigen, dann Kick bitte schön. Also, naja, aber also wo die schenken sich nichts. Also ich muss einfach nochmal gucken, dass ich halt irgendwo eine App finde, mit der man das halt richtig zurechtschneiden kann. Das werde ich jetzt hier zeitlich wahrscheinlich eher nicht schaffen. Da muss ich jetzt nochmal um Geduld bitten. 2 Wochen bin ich wieder zurück. Ja, du willst ja morgen nachmittags publizieren, dann gucke ich nochmal drauf. Oh ja, dann sind wir beim nächsten Thema. Ja. Wenn das mit den Bildern jetzt erledigt ist. Ja, das wird erledigt sein, wenn es Gerd richtig macht. Ja gut, aber jetzt an der Stelle, jetzt können wir hier nicht weiter. Nein, das können wir jetzt nicht klären. Benutzen denn alle auch fleißig den Kalender? Ja, schon. Aha. Ich hab. Weil? Weil heute am 15. da gar nichts drinsteht, aber es ist ein Text gekommen. Moment. Von wem kam der denn? Doch, da steht Teaser Rubicon, 14 Uhr bis 15 Uhr. Du musst runterscrollen. Guck nochmal, bevor warte du mal, warte mal, warte mal, warte mal. Teaser? Heute ist doch Mittwoch, oder nicht? Heute ist der 15. Ja, da steht's doch auch drin. Nee, da steht gar nichts. Doch, 15 okay. Uhr. Und zwar im Kalender. Unten? Also im Zeitfenster 15 bis 16 Uhr. Und zwar, warte mal, kleine Fehlersuche. Ist auch was anderes als bei mir. Also ich sehe da gar nichts. Ja, und zwar, das ist nicht eingetragen im Kalender neulandrebellen.gmail.com, sondern das ist eingetragen Neulandrebellenkalender. Heißt das Ding nur. Warte mal, ich schicke euch jetzt mal den Link mit dem richtigen Kalender. Das kann's ja nicht sein. Ach, wir haben 2. Aber die kann man ja aufeinanderlegen. Dann geht's trotzdem. Dann ach du, mit dem einer aufeinanderlegen immer. Wir brauchen nichts aufeinander zu legen. Wir haben einen Kalender und gut ist. So, geh mal übrigens, da drauf. Okay, wo hast du das geschickt? Achso, warte mal. Hab ich noch gar nicht. Jetzt. Ja, okay. Ja, also den möchte ich jetzt, dass wir alle ihn benutzen. Welcher ist denn das? Das ist unser Kalender, ganz normal. Okay. Da steht ja auch schon ganz viel drin. Text, ja, da Roberto, steht da, Tom, Gerd. Ja, genau. Und wenn du dann mal den anderen, den ich benutzt habe, ich dachte, das sei der, übereinander legst, ich weiß schon, jetzt schimpfst du gleich wieder, dann steht da auch Teaser zu Rubicon. Ja, aber ich will nichts übereinander legen. Ich will einen einzigen Kalender haben, den alles wir klar, alle, dann benutze alle drei ich den benutzen. Hier. Ja, okay, gut. Nichts übereinander. Sag mal, wer ist denn der Scherzkeks, der geschrieben hat, Text von mir? Wo steht das denn? Ja, auch das in meinem Kalender. Vielleicht warst sogar ich. Das wärst du gewesen sein. Nee, das war ich. Warte mal, ich muss das gucken, ob ich das gerade ändern kann. Text von kann mir. Kann ich das ändern? So, jetzt steht Text von mir auch für Tom lesbar drin. Text von mir. Ja, aber schreib bitte Text von Gerd. Ich weiß nicht, wer mir ist. Ich sehe es, aber 7 Uhr am Morgen Text von mir. Nee, ja. Das wird wahrscheinlich eher 14 Uhr. Ja, so ist gut. Okay, bei mir ist es trotzdem nicht in einem Kalender, sondern in 2. Aber ist. Leg sie übereinander, wenn du willst. Hauptsache, ja, ich leg's. Mach, ja, aber das hilft sie nebeneinander, übereinander, wie du willst. Ist mir hilft nichts, wenn ich sie übereinander lege, weil wenn du es nicht übereinander legst, siehst du ja gar nicht, was ich in dem reinschreibe, den du nicht übereinander legen willst. Nein, ich weigere mich ja auch kategorisch, irgendwas übereinander zu legen. Dann ist gut, okay. Also Kalender. Ich weiß nicht, wie das geht, überhaupt die übereinander zu legen. Den einen Link über den anderen Link oder was? So. Nein, hast du seitlich nicht meinen Kalender und so? Ja. Und da sind doch Neulandrebellen 2-mal drin, oder? Nee, bei mir nicht. Ja, okay. Na doch, dann. Also das, du hast halt deinen Kalender übereinander gelegt, Robert. Ach so. Also gut. Also ja, jetzt okay. Naja, also dann kommt von mir noch, warte, ich schreibe mal, morgen kommt noch ein Teaser, übermorgen. Den schreibe ich gleich mal in den richtigen rein. Warte mal, morgen? Übermorgen. Ja, jetzt übermorgen. Übermorgen, weil ich sehe jetzt bei Gerd. Ach so, du kommst dann um 3 am Nachmittag erst, oder was? Ja, irgendwann. Gut, ja. Weil das Robert Fleischer kommt dann morgen um 10. Okay, das ist ja super. Dann das hatte ich jetzt da eben auch reingeschrieben, weil da nichts anderes drin stand. Und dann dachte ich, okay, dann ist der Tag frei. Jetzt ist er doch nicht mehr so frei. Ja, das passt ja. Das passt ja, dann ist ja super, weil gut. Ja, Podcast und Text ist kann man so gerade eben noch machen, finde ich. 2 Texte sind immer schlecht. Also
Ja, wir werden aber früher oder später auch an den Punkt kommen. Ja, also, vermute ich auch. Also ja. Ja, aber das würde ich jetzt mal als Luxusproblem bezeichnen. Ich bin produktiver als vorher, merke ich. Und ja, bist du wirklich? Finde ich gut. Ja. Ich weiß gar nicht, wohin mit meinem ganzen Output. Aber nee, so schlimm ist es noch nicht. Aber ja, also da müssen wir mal gucken. Und wer weiß, vielleicht kriegen wir ja nochmal Zuwachs und nochmal Zuwachs. Und ach, ja, aber also mir reicht das im Moment eigentlich erstmal. Ja, bis wir mal Gerd aus dem Gröbsten raus haben. Ja, also solange der seine Füße unter unseren Tisch stellt, kommen jetzt auch keine anderen noch zusätzlich. Ja, das stimmt. Ja, gut, das ist das. Gerd ist noch ein Stichwort, aber erzähl mal. Ja, okay, nee, dann mach du erst. Das hängt auch so ein bisschen mit Twitter zusammen. Also Twitter, ja, okay. Roberto, hattest du gesagt, mir oder uns beiden, dass du da jetzt nicht mehr so viel Zeit investierst, ne? Ja, der Punkt war halt, ich habe ja, als wir da so groß angefangen haben, wie lange ist denn das jetzt her? 1,5 Jahre, dass wir das groß aufgezogen haben. Oder mehr, vielleicht sogar 2 Jahre. Ja. Ich habe dann ja regelmäßig getwittert. Eigentlich habe ich jede Stunde einen Tweet abgesetzt. Und Gerd weiß das vielleicht gar nicht, ich habe das immer mit Planung gemacht. Das heißt, ich habe nicht einfach jetzt mich jede Stunde hingesetzt und neu was geschrieben, sondern ich habe teilweise am Vorabend oder in der Früh mich hingesetzt und habe einfach Tweets formuliert und habe die in die Planung gesetzt. Wow. Das war viel, viel Arbeit. An schlechten Tagen, wenn man nicht so gut drauf war, war es nervig, weil man sich selbst unter Druck setzt. Man hat ja ein gewisses Programm, was man da abspulen wollte. Jetzt bringt's aber faktisch nichts mehr. Wir stehen ja bei Twitter still, wir sind da irgendwie 9470 ist so. Das ist mir, also wir kommen da nicht drüber. Ich glaube, wir hatten mal 9480. Das war wirklich das höchste der Gefühle. Die haben uns irgendwie geblockt, weil wir hatten Zeiten, da haben wir im Monat 800 neue Follower gehabt. Wenn wir jetzt haben wir seit 3 Monaten immer die gleiche Zahl, also da gibt's kein Vor und kein Zurück. Eher zurück. Und ich gebe das jetzt auf, ich mache das so nicht mehr, ich twittere immer noch, das seht ihr ja auch, aber nur nach Bedarf und nach Lust und nach dem, was mir gerade einfällt. Ich setze mich da nicht mehr unter Druck und muss abends noch 3 Tweets raushauen, weil ich denke, das muss so sein, das passiert einfach nicht mehr. Ja, also das war ja auch, als du damals damit angefangen hast, war die Strategie aufwendig und sicherlich auch anstrengend teilweise, aber ja eben auch von Erfolg gekrönt. Ich meine, wir sind ja eine Weile, jetzt bis zu diesem kurz vor 10.000 sind wir ja, man kann sagen, kontinuierlich gewachsen. Also selbst wenn mal ein paar abgesprungen sind oder irgendwelche Bots bereinigt wurden oder so, in der Summe kamen dann doch mehr wieder neue dazu. Und jetzt ist es so, wir sind ausgebremst, das ist so. Also es gibt auch keine andere Erklärung, denn wir haben in dem Sinne nichts geändert und also es macht einfach keinen Sinn, dass wir die 10.000 nicht kriegen. Und dementsprechend vermute ich, dass das irgendwie, keine Ahnung, Algorithmus oder was auch immer ist, jedenfalls, dass wir vielleicht dann auch irgendwie negativ aufgefallen sind oder was. Das geht ja ganz schnell und dass es dann heißt irgendwie, ja gut, Neuland-Rebellen bleiben jetzt da stehen. Und dann macht es auch keinen Sinn, diesen Aufwand zu betreiben. Also ich habe jetzt, nachdem ich da blockiert worden bin, ich habe jetzt auf den Neulandrebellen auch irgendwie mich da ziemlich zurückgehalten, aus Furcht davor, dass sich das halt überträgt, ne? Dass wenn deutlicher wird, dass ich da publiziere, dass dann Neulandrebellen halt auch blockiert werden. Ne? Ja, das also ich schleppte einfach so einen Schwanz an Hatern oder wie auch immer man das neudeutsch sagt, gerade hinter mir her, die alles daran setzen. Ja. Die Hater sind ja okay. Ich finde trotzdem, dass wir trotz allem ein bisschen vorsichtig sein müssen. Ich würde Twitter ungern ganz verlieren wollen. Das wird früher oder später wahrscheinlich sowieso passieren, aber man muss es nicht provozieren, denke ich. Ist das jetzt eigentlich Elon Musk Laden oder nicht? Der verhandelt nach wie vor, oder? Ach so. Aufgegeben oder ach so. Ist eigentlich ein bisschen schade. Naja, weiß ich nicht. Naja, gut, ich weiß nicht. Im ersten Moment hätte es vielleicht sogar positive Wirkung gehabt. Langfristig wahrscheinlich nicht. Also, genau. Ich merke an mir, Gerd hat das vorher auch gesagt, der ist ja jetzt gesperrt bei Twitter mit seinem Privataccount, dass ihm das gut tut. Und ich merke tatsächlich an mir, dass dieser Druck weg ist, den ich mir jeden Abend wirklich teilweise, es war meistens abends, wo ich mich hingesetzt habe zum Folgetag, der ist weg und das tut gut. Ja, das glaube ich. Also ich habe ja gar keinen privaten.
Beziehungsweise ich hatte mal irgendwann einen mit meiner Textagentur oder so. Ja. Aber der ist, also den gibt's noch, aber den habe ich seit 800 Jahren nicht mehr benutzt. Und ich vermisse da überhaupt nichts. Also echt? So lange gibt's Twitter schon? Das hätte ich echt nicht gesehen. 800 Jahre? Ja, ja, das, ja, 700-800 Jahre weiß ich jetzt nicht genau. Also. Naja, also das, ich erinnere mich, dass das gerade da losging mit Luther. Der hat ja überlegt, ob er seine Thesen bei Twitter zwitschern soll oder an die Kirche machen. Aber er hat sich dann an die Kirche, er hat es dann an die Kirche gemacht, weil man hat ihm dann gesagt, du, das mit Twitter, das hat keinen Langbestand. Ja, und er wollte dann an irgendeinen Flügel nageln. Das geht ja auch nicht. Ja, eben. Das kann es ja nicht sein. Und dann hat man gesagt, dann kriegst du Kommentare und so, und die musst dann kommentieren vielleicht. Dann sperren sie dich, dann machst du an die Kirchentür, das merkt keiner. Nein, das. Ja. Das hat er schon geschickt gemacht damals. Also der Mann hat wirklich Weitblick, Weitsinn gehabt. Ja, Hater, Hass-Mails. Wie sieht das bei dir aus, Gerd? Also ich finde es wirklich. Ach übrigens, du bist tatsächlich gesperrt worden, weil dich jemand gemeldet hat, ne? Ja. Ich habe das. Du hast mir das, glaube ich, geschickt oder irgendjemand hat mir. Ja, klar. Ich meine, ich habe sowieso. Ich wurde, glaube ich, bestimmt 3, 4, 5 Mal am Tag gemeldet, also völlig sinnfrei, einfach nur in der Hoffnung, dass ich irgendwann gesperrt werde. Jetzt hat es halt geklappt. Ist halt die Frage, also im Moment, ich habe das vorhin Roberto schon gesagt, ich überlege wirklich, ob ich mir diesen Stress nochmal antue und auf Twitter zurückgehe. Twitter ist so ein Abgrund aus Hass, ne? Und ich glaube, braucht man vielleicht auch gar nicht. Also. Nö, also ich denke auch, das Neuland-Rebellen Profil, das reicht. Und von wegen vorsichtig sein, wir sind ja, das ist immer die Frage, was ist das überhaupt, vorsichtig sein? Ich meine, man wird ja, du bist jetzt gesperrt worden dauerhaft, weil Twitter dem Melder mitgeteilt hat, ja, stimmt, vielen Dank für den Hinweis, wir haben auch gesehen, dass der irgendwie unseren Richtlinien widerspricht. Ja. Aber was genau jetzt dein eigentliches Vergehen war, weiß man nicht. Und ich meine, die Tatsache, dass wir jetzt nicht über die 10.000 kommen, ist wahrscheinlich sowieso schon der erste Schritt oder einer der ersten Schritte in Richtung Sperrung. Mhm. Und von daher können wir nicht großartig beeinflussen. Wenn wir jetzt ständig irgendwie, was weiß ich nicht, Mordaufrufe oder so, das wäre jetzt nicht so klug, aber das haben wir ja eh nicht gemacht. Lass es mich anders formulieren. Also wir haben ja Telegram, da wachsen wir ja auch, momentan wieder ein bisschen langsamer. 1617 oder so Abonnenten haben wir. Wenn wir das noch massiv ausbauen, massiv heißt für mich 3.000 bis 5.000 sollten es dann schon sein, und das ist auch realistisch. Es ist sogar wenig realistisch, aber also es könnten durchaus mehr sein. Aber wenn wir das mal haben, dann hätte ich auch kein Problem damit, Twitter aufzugeben. Ja, ich würde es weiterlaufen lassen, solange es dauert. Ja, aber eben ohne großartigen Aufwand. Da bin ich ja bei dir, das meinte ich auch mit aufgeben nicht, sondern ich meinte damit, dann nehme ich keine Rücksicht mehr, ob ich dann gesperrt wäre oder nicht. Ach so, oder so. Ja. 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 Gut. Genau. Also das ist dann die Taktik, wir ziehen uns bei Twitter so ein bisschen raus, nach Bedarf. Auch Gerd, wenn du sagst, du willst es eigentlich gar nicht und für dich keinen eigenen Account mehr, super, aber du hast ja Zugang zu unserem Neuland-Rebellen-Account. Ja, oder? Ja, klar. Es ist halt die Frage, ich meine, es ist halt die Frage, das kann halt den, also wenn da rauskommt, dass ich da irgendwie vermehrt oder dass ich da relativ regelmäßig publiziere, kann es halt den Prozess der Sperrung beschleunigen. Ja, aber da stelle ich mir dann wirklich irgendwie auch immer an irgendwann die Frage, ja, und wie weit wollen wir jetzt gehen? Wie weit wollen wir diesen Repressalien irgendwie nachkommen oder versuchen, uns sozusagen Twitter-konform zu verhalten? Ich finde, das ist ist eine total schwierige Geschichte irgendwie. Ja, ist eine schwierige Geschichte. Aber wenn wir hatten ja, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Ja. Also wenn uns allen das klar ist, dass das dann bewirken kann und wir sind alle damit einverstanden, dass das dann halt so ist, wenn es soweit ist. Dann ist ja gut, dann ist das unser Konsens, dann kann ich da irgendwie meinen ab und zu mal irgendwie auch jetzt nicht so wahnsinnig regelmäßig und auch jetzt nicht geplant, so wie das Roberto früher gemacht hat, aber dann kann ich natürlich da schon irgendwie Sachen publizieren.
Naja, Roberto hat ja auch, ich glaube, es war Roberto, der auch irgendwie ganz offen geschrieben hatte, dass unser Kollege oder Blogger, Partner oder was auch immer, jetzt gesperrt wurde. Das heißt also, wahrscheinlich weiß sowieso mehr oder weniger jeder, der es wissen soll oder nicht soll, dass du mit zu diesem Account gehörst. Und ich würde mich nicht gut dabei fühlen, wenn man jetzt sagt, okay, dann halten wir dich sozusagen da raus oder du hältst dich raus, damit hier irgendwie nichts passiert oder so, weil, also, wo sind wir denn? Ja, nee. Aber gut, aber es muss ja, ist gut, dann haben wir das abgesprochen, dann nehmen wir wenn du was zwitschern willst, dann mach das einfach. Und dann machst du das unter unserem Account und ob jetzt irgendjemand nachverfolgen kann, dass es Gerd Even Unger von seinem Rechner aus war, das wird wahrscheinlich sowieso möglich sein. Ja, drauf geschissen. Also ich hab's so gehalten, die Leute haben erkannt meistens, wer was getweetet hat oder gezwitschert hat bei uns. War so Tom, gell? Die haben ganz oft gewusst, dass ich das war. Ja. Und wir halten es einfach so, du kannst auch in der Ich-Form schreiben, aber auch auf deine Texte verweisen, keine Frage. Aber die Tweets, die du so zwischendrin absetzt, das bleibt einfach offen, wer von uns das war. Fertig. Ja. Ja. Da müssen wir auch keine Stellung beziehen dazu. Ja, das ist ja, das machen wir bei Telegram ja letztlich auch so. Also da macht ja jeder, wie er will. Und ich denke, so machen wir das auf Twitter jetzt auch ein gutes. Also. Genau. Das ist das. Suchmaschinenoptimierung ist natürlich nochmal Thema, das ein bisschen ausgiebiger ist. Gleich mal eine Frage. Eure Bilder, sind das JPEGs oder sind das die Bilder, die ihr verwendet? Meine sind JPEGs, ja. Also ich achte immer drauf, dass es JPEGs sind. Also. Ja, okay, super. Weil das ist auch für die Optimierung wohl besser, habe ich gelesen neulich. Frag mich nicht, warum. Ich habe eine Erklärung dazu gelesen. Die Hälfte habe ich nicht verstanden, die andere Hälfte hat mich schon immer interessiert. Ja, das hängt zum Beispiel mit der Dateigröße zusammen. Ja, wahrscheinlich. Ja, also das ist. Die dürfen nicht zu groß sein, weil sie dann auf mobilen Geräten nicht richtig funktionieren oder die Seiten langsamer laden. Das ist halt so SEO-Kacke. Okay, also ich habe es gelesen und damit war das für mich wichtig. Ich mache das sowieso immer, aber ich wollte nur noch mal darauf hinweisen. Ja. Wichtig ist auch, dass ihr ein Keyword benutzt. Das haben wir letztens schon mal kurz angesprochen. Das Keyword sollte nach Möglichkeit etwas sein, was im Text vorkommt und nicht nur einmal im Text vorkommt, sondern öfter. Dann haben wir... Ja. Sehr. Wer war das? Tom. Ich. Tom, kauf dir doch einfach mal ein leises Handy. Ja? Ja. Unmöglich. Metabeschreibung, da ist es, also ich weiß nicht, du machst das ja auch, das sehe ich ja, Gerd, Tom macht sowieso meistens. Dir ist klar, dass du da versuchen sollst, die Länge zu haben, so dass dieser grüne Balken bleibt. Ja. Ja, okay, super. Ja. Genau. Ja, habe ich, glaube ich, einmal irgendwie nicht gemacht, aber... Was man da genau reinschreibt, ist mir ehrlich gesagt nicht so ganz klar. Naja, also eine Textzusammenfassung oder was? Genau. Ja. Hast du denn, also bei meinen Texten ist es ja so, dass der erste Absatz so eine Art Teaser ist. Das machst du, glaube ich, teilweise, nicht immer, gell? Nee, das mache ich nicht immer. Also irgendwie am Anfang, also irgendwie hast du mir mal gesagt, am Anfang, also für RT mache ich das immer. Für RT mache ich immer irgendwie so einen ersten Absatz, 260 Zeichen. Da steht eigentlich drin, was Sache ist. Ne? Na siehst du, das ist perfekt, dass wenn du machen würdest, dann hättest du schon sowas wie einen Meta, wie so eine Meta-Beschreibung. Das kannst du A vorne beim Text dran setzen und B kannst du das verwenden, um es in den sozialen Netzwerken zu teilen. Mhm. Und C, du kannst die Meta-Beschreibung daraus basteln. Okay, alles klar. Dann mache ich das so wie bei RT. Mhm. Ja. Nö, also gut. Naja, mehr können wir ja sowieso nicht machen. Wir haben ja nur diese kostenfreie Jurist-Version. Ja. Das erlaubt ja sowieso nur ein Keyword. Also das ist jetzt suchmaschinenoptimierungstechnisch sehr, sehr übersichtlich. Ja, ich weiß, dass mehr Keywords gehen. Das wäre mir dann, da muss ich sagen, da habe ich die Zeit nicht zu. Ja, und Suchmaschinenoptimierung ist wirklich anspruchsvoll. Also weiß ich. Das wäre ein Punkt, den wir durchaus mal besprechen könnten, wenn ich sage, wenn wir dann Zuwachs bekämen, ob wir uns nicht jemanden holen, aber dann müsste man auch gucken, was es kostet und so weiter, der uns das vielleicht macht. Ja gut, grundsätzlich könnten wir Andi fragen, ne? Ja. Der macht das ja, der kann das. Ja. Vielleicht reden wir mal mit ihm. Ich habe jetzt schon lange nichts mehr mit ihm zu tun gehabt, aber vielleicht kannst du ihn ja mal fragen. Ja, ich spreche ihn mal drauf an. Aber das ist, wie gesagt, das ist, wenn man das vernünftig macht, ist es relativ aufwendig und dann auch nicht ganz billig. Also
Okay. Ja, verstehe ich. Aber Fragen kostet erstmal nichts. Also ich glaube, Andi wird die Frage wird er nicht in Rechnung stellen. Nee. Ja. Genau. Das ist im Wesentlichen. Das, es gibt ja dann bei Yoast, also auch wenn es die kostenfreie Version ist, ja noch Analyseergebnisse. Das ist unten das mit diesen grünen und roten und orangen Button. Ja. Sinnvoll ist es immer, Gerd, dass du auch ausgehende Links und zwar zu anderen Seiten setzt. Einen das hab ich mindestens. Auch, machst du? Ja. Also ich guck eigentlich immer auf, also ich gucke jetzt nicht immer, dass alles wahnsinnig grün ist, aber schon so, also auf die grünen Punkte achte ich schon. Ja. Okay. Und interne Links, also einen internen. Das heißt, irgendwas von den Neuland-Rebellen. Ja. Genau. Überhaupt wäre es sinnvoll, der interne Link ist ja auch schön, weil da verweist man nochmal auf den Text von vorher und ich nehme auch Texte von euch, wenn das passt. Das ist, da bin ich nicht so auf mich fixiert. Vielleicht wäre es mal interessant, so ein Widget einzubauen, aber das müsste dann über ist das laufen. Dass man verwandte Artikel oder sowas. Ah. Tom, bist du noch da? Ja, ich bin schon noch da. Er hüstet, er ist noch da. Ja, er röchelt, er ist noch da. Ja, ich bin, ich habe keinen Bock auf SEO. Ja, verstehe ich, aber so ist es halt. Ich habe auch keinen Bock auf Steuern, aber. Ja, aber bei SEO kann man sich aussuchen, ob man es benutzt oder nicht. Bei den Steuern geht das nicht. Man kann es, theoretisch hat man die freie Wahl. Also wenn man bereit ist, in den Knast zu gehen, hat man die freie Wahl. Ja, gut. Das ist wie bei allem. Ja, du kannst, naja. Ja, also das Fass willst du jetzt nicht wirklich aufmachen. Nein, das will ich nicht aufmachen. Okay. Im Übrigen will ich euch empfehlen, habt ihr alle Netflix? Du meinst wahrscheinlich die Gladbeck-Geschichte oder was? Ne? Großartig. Ich bin ein bisschen verstockt, weil, was ist verstockt, das ist übertrieben, weil Tobias Riegel bei den Nachdenkseiten was dazu schrieb. Ich sitze tatsächlich auch an einem Text. Das ist eine tolle Dokumentation, die davon lebt, dass keiner mit seinen leidigen Kommentaren dazwischen quatscht. Ja, also ich fand den Text, also ehrlich gesagt, ich habe vor ein paar Tagen schon gesehen, dass es die gibt, diese Doku, und habe dann aber nicht weiter draufgeklickt, irgendwie abends auf Netflix. Und nachdem ich jetzt den Artikel von Tobias gelesen habe, will ich da heute Abend mal reingucken, definitiv. Du solltest das komplett anschauen, das ist wirklich toll. Ich bin nicht immer nicht in der Ansicht von Tobias, also so komplett versagt haben die Journalisten dann auch nicht, meiner Meinung nach. Andererseits, dass sie so zügellos waren, hat auch damit zu tun, dass sie es konnten. Also sie wurden ja auch nicht behindert von niemanden. Und einfach zu sagen, die hätten moralischer sein sollen, das halte ich für Quatsch. Also jemanden zur Moral verpflichten, das geht nicht. Man muss die Leute schon zwingen dazu, da sagen, das geht nicht, ihr könnt da nicht hin. Ja, da hätte die Polizei eine Sperre aufbauen müssen. Hat sie nicht. Ja, kann ich jetzt schlecht mitreden. Ich habe es noch nicht gesehen. Ja. Aber erinnerst du dich noch? Nee. Also nein. Doch, an die Diskussion erinnere ich mich schon noch, ne? Da gab es immer irgendwie so, die sind ja dann in den Bus und dann die Geiseln saßen alle im Bus und dann haben die irgendwie Journalisten da irgendwie fotografiert und interviewt und so. Das war ja völlig absurd streckenweise, ne? Das war und absolut Vorwurf, absurd. Und diesen Vorwurf, und was ist denn da, was haben die denn da für eine Moral und die haben nur ihre Verkaufszahlen im Kopf, den gab es ja schon recht früh, ne? Den gab es recht früh, also teilweise eigentlich schon, die haben ja am Schluss ihrer Flucht, das ging ja glaube ich 54 Stunden, da haben die in der Kölner Innenstadt gehalten, mitten in der Fußgängerzone und die wurden dann belagert von Journalisten und Passanten und alle standen rum. Der eine hielt der Frau, der Geisel, die Pistole unter das Kinn, während sie Interviews gaben. Der andere hat immer mit seiner Pistole rumgefuchtelt und ja, und wenn die nicht auf unsere Forderungen eingehen, dann ist hier Schluss, dann sind die Mädels da hinten tot und so. Und da gab's Passanten, die haben geschimpft und gesagt, ja, was sind das für scheiß Journalisten und so. Also es war direkt vor Ort schon klar, dass es schon komisch ist. Muss sagen, zu dem Zeitpunkt in Köln hatte er schon einen 14-jährigen Jungen erschossen. Kopfschuss. Das ist etwas, das ist nur kritikwürdig. Am Anfang haben sie auch mit denen sich unterhalten, da gab's noch keine Toten. Das ist nochmal für mich eine andere Geschichte, weißt? Also auf jeden Fall anschauen, finde ich. Ja. Und ich kann mich erinnern, das wollte ich nur sagen, ich war 10 Jahre alt, also bin ja der Jüngste hier im Bunde, ich war 10 Jahre alt und kann mich tatsächlich wirklich daran erinnern, dass das im Fernsehen lief. Ja, stimmt. Das war. Vielleicht war ich da gerade auf dem Sex Pistols Film oder so, ich weiß es nicht. Okay, standest du auf die Sex Pistols? Ja, klar.
Wow, ich bitte okay. dich. Ja. Nee, das früher. Die waren früher, er ist ja auch ein bisschen älter. Er ist ja jetzt schon 75. Und geboren. wärst du gern. Ja, den weiß ich nicht. Also in Anbetracht dessen, was in unserer Welt so passiert, muss ich sagen, irgendwie ist es vielleicht nicht unbedingt ein Nachteil, wenn das Leben nicht mehr so lange dauert. Das stimmt vielleicht, ja. Ja. Also Sexpistol kann ich leider nichts mehr anfangen. Gar nicht. Doch, don't save the queen. Save the Queen, das ist doch, also ja. Die habe ich rauf und dann die Platte habe ich rauf und runter gehört. Ich fand das Cover auch so geil, das war so pink-gelb, glaube ich, irgendwie. Hat nicht der Sid Vicious dann seine Freundin erschossen? Das weiß ich nicht. Er war doch von Sex Pistols, Sid Vicious, oder? Sid Vicious und ja. Johnny Rotten. Ja, okay. Ich glaube, der hat glaube ich, dann seine Freundin erschossen oder was, oder? Oder wie war das? Oder ich weiß es nicht mehr. Ja, weiß ich auch nicht. Die waren alle fertig. Ich war ja mehr so Joy Division Fan, aber die waren auch. Ja, Joy Division waren ja nun auch. Die waren auch durch den Wind, aber die waren ganz gut teilweise. Ja, die Sex Pistols waren gut durch den Wind. Nein, ich meine musikalisch. Fand ich dann später The Clash besser irgendwie. Also, aber ich mein Gott, die waren alle durchgeknallt. Aber ich habe tatsächlich wieder The Who entdeckt. Talking about my generation. Das ist fast gar nicht das Beste. Man kennt das am ersten, aber du musst dir mal das Album Tommy anhören. Und zwar von vorne bis hinten. Da gab's ja auch, das war ein Musical. Das ist ein Konzeptalbum, ja, ich weiß. Genau, und wie gesagt, da gab es auch ein Musical dazu und da geht's halt um blinden Pinball-Spieler, hier, Flipper, genau. Ah, okay. Und also das Album, selbst wenn man jetzt das Musical nicht kennt, das Album ist schon ziemlich geil. Also das ist für mich das Beste, was The Who gemacht haben damals. Und dann auch noch der Film irgendwie. Ich glaube, der spielt hier, wie heißt der Sänger noch von The Who? Roger? Daughtry oder so? War das nicht Peter Townsend? Nein, Pete Townsend war der Gitarrist. Ach so, okay. Ich kann aber gucken. Der spielte dann jedenfalls den Tommy selbst, also diesen Flipperspieler irgendwie, den Blinden. Okay. Total verstörend. In meiner Jugend, so Roger Daughtry. Roger Daughtry, ja, genau. Immer so 10. Klasse, so gab es einen blöden Witz, der ging ungefähr so: Was sagt Stevie Wonder, wenn er mal wieder gegen die Laterne gelaufen ist? Lieber blind als ein Neger. Ja, nein, wir lachen nur, um zu demonstrieren, dass das politisch nicht korrekt ist, über solche Witze zu lachen. Gut, aber noch ein anderes Thema ganz kurz. Und zwar Kontrafunk. Du hattest ja schon gesagt, Roberto, also einmal die Woche Podcast wirst du nicht schaffen. Ich werde das aber auf jeden Fall in irgendeiner Form versuchen. Ja, ich dachte, das ergibt sich sowieso, dass du schaffst, weil du ja so viel machst. Ja, das ist schon richtig. Aber es ist natürlich schon auch so, dass ich würde es auch einfach gut finden, wenn wir auch mehr oder weniger regelmäßig was zu dritt machen. Also für mich ist es auch sozusagen persönlich wichtig. Ja, ich sage ja auch nicht, dass ich es nicht mache, Tom. Ich sage nur, jede Woche wird wahrscheinlich nicht machbar sein. Alle 2 Wochen kann ich sicherlich. Und wenn du noch in diesen anderen Wochen was machst, vielleicht mal mit Gerd zusammen. Ja, morgen mache ich ja was mit Gerd. Ah ja, dann haben wir ja für nächste Woche schon was, oder? Ja. Okay, super. Und das Thema, bei dem Thema hätte ich dich halt auch gerne dabei gehabt. Aber was wären der Vernunft? Ja. Ja, das ist halt auch tragisch, dass der Einzige mit Vernunft nicht dabei ist. Aber ich meine, du kannst, wenn du morgen Abend spontan Lust morgen und Zeit hast. Morgen ist hier im schönen Hessen Feiertag. Ja, und? Da liege ich bekifft auf dem Sofa. Ach so, okay. Ja. Vielleicht dann machst du bekifft mit. Ja, eben, ich sage ja, der einzige Vernunftsmensch und der liegt bekifft auf dem Sofa. Ich glaube, als wir in Berlin das Thema kurz hatten, Gerd, das war ich jetzt nicht, oder? Nee, doch, das war ich auch. Scheiße. Nee, hat schon wieder was gepiept, mein Handy. Aber meine Maus, die sei lästig. Ich habe doch nichts gegen deine Freundin. Darf man auch nicht sagen, ne? Ja, wir sind ja unter uns. Naja, jedenfalls kannst du dir ja überlegen. Also 17.30 Uhr morgen, das machen wir auch als Audio. Na, bitte nicht mit mir rechnen. Nein, oh, Alter.
Mann. Ganz entspannt. Ja, ich habe gesagt, wenn es sich ergibt, dann kannst du dazukommen, wenn nicht, dann bleib liegen. Das setzt mich schon so unter Druck. Je, du setzt dich unter Druck. Ich mache überhaupt nichts hier. Ich mache hier ein total nettes Angebot, weißt du? Ja, und ich morgen kriege ich dann eine halbe Stunde vorher, ach, wir podcasten gleich. Das ist ja nun nicht mein Problem, was du für Psychosen durch die Gegend trägst, ne? Ja, zieh einen durch. Jetzt kriege ich, zieh einen durch. Und ich kriege jetzt wieder von irgendwelchen blöden Kommentatoren Ärger, weil ich irgendwie so unnett zu Roberto bin. Ja, das ist auch richtig. Und ich finde auch, die sollten weiterhin Partei ergreifen für mich. Einfach, weil ich... Weil ich verdient habe. Du wächst so ein Mutterinstinkt oder irgendwie sowas, glaube ich. Ja, wahrscheinlich. Ja. Und ich offensichtlich nicht. Also ich weck dann eher so ein Angriffsmodus. Das ist dein hochdeutscher Dialekt. Das stößt so ein bisschen weg. So, ich habe ja Süddeutsch und so, das merkt man sofort. Und ja, so mit diesem bayerischen Kanackensound hat man irgendwie gleich so ein bisschen Mitleid irgendwie, ne? Ehrlich, ja. In Bayern selbst hat mir das nie einer gesagt, aber auswärts dann immer. Nee, da klingen die alle so komisch. Ja, ja, eben. Nur dass sie dann halt nur kein Neid. Neureuther heißen statt De La Puente oder so. Ne? Naja, doch, De La Puente ist ein ziemlich urbayerischer Name aus Niederbayern. Ja. Das habe ich mal einen gefragt, der mich so ganz blöd, wo kommt denn der Name her? Ja, das war hier in Hessen und dann habe ich gesagt, aus dem bayerischen Wald, habe ich gesagt. Dann hat er mir ganz verdutzt angeschaut. Ja, wirklich? Ja, freilich, habe ich gesagt. War das nicht auch der dich irgendwie, das war glaube ich ein anderer, der dich irgendwann mal angesprochen hat, so irgendwie, ja, wie ist denn in Spanien so? Ja, mich hat mal einer gesagt, das war ja alles noch in der Krankenhauszeit. Nicht jeden Tag rüber, ne? Ja. Naja, genau, alles noch in der Krankenhauszeit. Dann einer hat dann gesagt, ja, wie ist denn das Wetter in Spanien? Ja, aber was weiß denn ich? Ja, der nächste, ja, Sie können aber gut Deutsch. Habe ich gesagt, ja, ist komisch, Sie nicht. Ah, klasse. Ja, gut, okay, dann haben wir es für einen Moment, glaube ich, oder? Glaub schon. Ja, ach so, für nächste Woche können wir uns nochmal ein Thema ausdenken für einen Podcast. Vielleicht fällt uns gleich was ein. Eine Stunde zu dritt? Ja. Mal vielleicht irgendwas ganz anders, wenn es geht. Also nicht komplett anders, aber mal vielleicht kein Krieg und mal vielleicht kein Corona. Wieso gibt's, was gibt's denn sonst noch? Gladbeck. Könnt ihr mal was über Medien machen? Über was? Über Mädchen. Ja. Ja. Naja, können wir ja sehen. Ja, da können wir überlegen. Jetzt nichts. Ja. Also im Moment fällt mir nichts ein. Wir uns fällt schon was ein. Wir schlagen morgens die Zeitung auf und das erste Thema, was uns aufstößt, darüber reden wir. Ehrlich, schlägst du noch Zeitungen auf? Ja, oder virtuell News. Natürlich. Ah, virtuell. Ich dachte es mir schon. Naja, dann werden wir sowieso entweder über den Ukraine-Krieg sprechen müssen oder... Ja. Nee, das will ich vermeiden. Ich will nicht immer diese gleichen Themen haben. Vielleicht da habe ich auch andere Leute, Roberto. Da brauche ich dich nicht. Ja, ich mache wahrscheinlich am jetzt Freitag, also 17. oder was das dann ist, Freitag oder Sonntag mit Dirk Pohlmann und Marc Bartalmai was zur Ukraine wieder. Okay. Sowas taugt aber nicht für den Radiosender. Wie heißt der gleich wieder? Kontrafunk. Doch, das werden die bringen, das glaube ich schon. Ja, die Frage, das frage ich nur mal vorweg, wenn die das bringen, da ist ja zum Beispiel der Pohlmann dabei und so weiter. Ja. Musst du das vorher abklären mit denen? Ja, also, kann ich machen, aber im Prinzip. Würde ich schon machen. Ja, ich meine, die machen das ja, weil es publiziert werden soll. Also ich meine, ich frage sie auch nicht, ob ich das auf YouTube bringen darf oder so. Also, ja gut, das ist wohl klar, aber dass es dann noch zum Radiosender geht, das würde ich vielleicht nochmal betonen. Ja. Zumindest gesagt haben. Ja, gut, sag ich dann den beiden nochmal, genau. Ja. Genau, dann machen wir nächste Woche was zu dritt. Also wenn wir tatsächlich entweder zu zweit oder zu dritt was machen oder so, dann wäre es tatsächlich ganz gut, aber das ist ja, glaube ich, sowieso früher zumindest mal dein favorisierter Tag gewesen, Roberto, das mittwochs zu machen. Weil die von Kontrapunkt natürlich auch sich freuen, wenn sie eine Planung haben. Also ich habe dir jetzt schon geschrieben, verstehe ich.
dass wir das nicht garantieren können mit der Planung, aber dass wir es halt versuchen. Und meistens machen wir es ja eh Mittwoch. Wir können jetzt mal Mittwoch festschreiben, was ist denn da heute der 22. Ja, normalerweise spricht nichts dagegen. Aber du weißt, es kann immer beruflich was dazwischen kommen. Ja, klar. Ja, okay. Passiert. Gut. Ja, okay. Haben wir es im Moment, ne? Ja, ich glaube schon. Ja. Gut. Geht's euch ganz gut? Ja, irgendwie schon. Ich überlege immer noch, ob ich das zur Anzeige bringen soll. Aber wahrscheinlich schon, oder? Ja, also es wird wahrscheinlich nichts bringen, aber ich würde es trotzdem machen. Hm. Ja? Weil das ist, also, alleine wenn dann irgendwie mal irgendein Angriff auf dich wäre, ich hoffe, es wird nie passieren, aber ich weiß nicht. Einfach, also ich würde es gerade in deinem Fall, würde ich es tatsächlich auch machen. Also A, um dann vielleicht später auch sagen zu können, hier, pass mal auf, also wenn dir jemand vorwirft, wieso, das hast du ja sowieso alles ignoriert. Nein, ich habe damals Anzeige erstattet, ding, ding, dong. Und B, also allein die Tatsache, dass dieses Arschloch Post bekommt von der Staatsanwaltschaft, finde ich schon ziemlich... Naja, wenn er es bekommt. Wenn er es bekommt. Ja, anonym, oder? Ja, also ich meine, das war auf meinem Blog, der muss dann natürlich eine E-Mail-Adresse eintragen, um das... Ja, die führen aber oft ins Leere. Die sind natürlich fake. Ja, okay. Das ist klar. Ja gut, also in meinem Fall, ich hatte ja auch mal einen angezeigt, da hieß es dann, der Täter könne nicht ermittelt werden. Also. Ja, na gut, vielleicht sollte ich das, ich meine, das ist jetzt nicht das erste Mal, aber vielleicht sollte ich das schon regelmäßig machen. Wenn ich würde es dir empfehlen, wirklich. Und wenn nur einer dann wirklich mal irgendwie Konsequenzen spürt, dann ist es auch schon gut. Schön wäre es, ja. Weil, also ich das meine, war ja eine offene Morddrohung, also ich bitte dich. Wenn man den ermitteln kann, dann ist er fällig, das muss ich dir sagen. Da kann da kann die Polizei nicht drüber hinweggehen und da wird auch kein Gericht drüber hinweggehen. Ja. Okay. Gut.